lieb zu sein. Ach, der Heiligste von unseren Trieben, warum quält aus ihm die grimme Brand? So trauere der Natur. Dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Sterben. Vergehen. Was heißt das? Ist ein Wort. Ein leerer Schall. Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall. Ohne Gefühl für mein Herz. Tod. Lieber Wilhelm, übrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend. Und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten. Und man möchte zum Maikäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu können. Wie das ist. Ich gab sie dem Bedienten, sie zu putzen und zu laben. Der da mit dem Mädchen will sie schrecken. Lass das. Und Gott weiß wie, das Gewehr geht los und schießt den Ladstock einem Mädchen an die rechte Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Wow! Da hatte ich das lamentiert. Die kurze Zahl eben rein. Seither bleibt bei mir alles Gewehr ungeladen. Mein Schatz, was ist Vorsicht? Die Vorsicht lässt sich nicht auslernen. Pfui! Was soll das? Sie sind doch nicht geladen. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender. Und war so in Träumen links in der dämmernden Welt verloren, dass ich kaum auf die Musik achtete, die uns von dem erleuchteten Lustsaal herunter entgegenschallte. Tanzen muss man sie sehen. Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und ganzer Seele dabei. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er am Rücken hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben. Und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen als alle anderen. Oh.